Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute gehen wir gemeinsam das neue Event durch. Das neue Battlefield ist am Start und wir haben wieder die Chance, sehr viele Belohnungen abzusahnen. Und das sollten wir auch jede Woche machen, Freunde. Jedes Mal, wenn dieses Event online ist, habt ihr pro Woche die Möglichkeit, zusätzliche Weekly Missions zu erfüllen, um die Battlefield-Medaillen zu bekommen. Macht es auf jeden Fall mit, spielt die Events durch. Ihr braucht dafür aber 112 UR bzw. UR bis LK, LR-Karten, damit ihr an diesem Event überhaupt teilnehmen könnt. Wenn ihr sie habt, sollten es auf jeden Fall auch spielbare sein, starke sein, und dann könnt ihr hier einmal gemeinsam mit mir das Ding durchfetzen. Ich fange jetzt einfach mal an und packe die Teams so zusammen, wie wir sie normalerweise immer spielen. Denn ich habe nicht viel verändert. Das einzig Interessante ist eben, dass man für den letzten Gegner, den allerletzten Gegner, extrem viele Leute aus der richtigen Kategorie mitnimmt. Wundert euch nicht, Freunde, ich habe jetzt hier den Großteil dieses Events rausgenommen, weil es eigentlich immer dasselbe ist. Uns interessiert ehrlicherweise auch nur der letzte Kampf gegen den Boss-Boss-Gegner. Und nachdem es sich diesmal um einen sehr außergewöhnlich starken Tech-Jiren handelt, bin ich gespannt, ob wir es überhaupt schaffen werden, diese Herausforderung zu meistern. Aber jetzt kommt das Highlight, ja, das Sahneschnittchen. Wir kämpfen gegen Super Tag Boss Grey Warrior Jiren. Also der reduziert den Schaden, den er bekommt, der kann nicht gestunt werden und er kann nicht gesealed werden. Das ist in Summe, ja, wenn wir alles betrachten, ein richtig mieser Gegner. Aber trotzdem möchte ich ihm jetzt hart aufs Maul geben. Und zwar richtig hart. Let's have a little talk. How are you today, my friend? Wie geht es dir, was machst du und vor allem warum? Ich möchte dich nicht in Verlegenheit bringen, aber es könnte sein, dass du jetzt hart aufs Maul bekommst, mein Freund. Der da hinten braucht nicht mehr Ki, weil er mit 9 schon automatisch seine Super Attack performt. 22.000 Damage mit einer Regular Attack. Ist es dein Ernst, Junge? 155. Bull! Oh, Anita. Nicht gut. Nicht gut. Aber es könnte bedeuten, dass wenn wir die nächste Runde überleben und zurückkommen und Jiren noch so viel Leben hat, dass unser Goku transformt, right? Könnte das dann passieren? Sehe ich das richtig? Könnte das dann passieren? Oh, Shubiduap. Oh, wir machen nicht viel Damage, meine Freunde. Wir machen nicht viel Damage. Und Jiren ist so ein Berstiger. Das schaut nicht sehr nett aus. Okay. Das reicht für die Ultra Super, das ist jetzt auch wichtig. You take this little one and you take this little one. Das ist schon mal 14.000 HP zurück. Bitte. Vielleicht brauchen wir wirklich 3 Teams, weil wir haben bisher noch nicht viel anstellen können gegen ihn. Jetzt sind wir zwar super effektiv, der Damage sollte trotzdem ganz gut sein, aber wir brauchen mehr Power-Character für sowas. Oh ja, der Crit war wichtig. Gogeta, danke. Der Crit war wirklich wichtig. Aber deine Defensive ist halt nicht ganz so geil. Wir können ihn halt nicht stunnen oder irgendwas. Das heißt, wir werden hier jetzt immer den Damage fressen müssen. Und hoffen, dass es keine Super ist. Und fuck, es ist eine Super. Ah, den könnte er sogar ausknocken. Ja. Oh, was eine knappe Kiste, Alter. Was? Eine knappe Kiste. Aber ja, okay. Das Ding ist durch. Das Ding ist sowas von durch. Egal was wir machen, wir kriegen ihn nicht. Der wird uns so fisten jetzt. Weil so viel Defense kriege ich nicht raus, ne? Also der Normal Hit sollte uns vielleicht sogar schon töten. Ja, 17.000. Ah, ich war mir nicht sicher, ob es weniger ist. Die Hoffnung war auf jeden Fall da. Shit, okay. Wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Let's give it another go. Jiren the Grey. Here we go again. Ich hau alles raus, was an Damage geht. Und hoffe, dass es reicht. Und dass ihr vorne nicht komplett verreckt. Wie viel Damage nehmt ihr? Natürlich kriegt ihr die Super Attack. 100% Defense und es sind 150.000. Das ist schon die Hälfte unseres Lebens. Und auch die Normal Hits ballern hier so viel rein. Oh Gott, hat er uns runter reduziert. Scheiße, Jiren, mach halt nicht den. Mach halt bitte nicht den. Du darfst bitte nochmal angreifen. Oh, das kann nicht sein. Der wird uns so fisten, der Buddy. Der wird uns so zerlegen jetzt.
Transformationi. Wenn du jetzt auch noch dodgen würdest, ja, und Jiren uns hier vielleicht nicht ganz aufs Maul gibt, wäre ich dir recht verbunden, mein Freund. Ansonsten schaut das nämlich im Moment recht scheiße für uns aus. Gohan wird vielleicht nicht, doch, er wird angreifen können. Aber dazu müssten wir bis dahin überleben und das kann schon der Knackpunkt sein. Oh Gott, wie wichtig. Please don't die. Wir haben schon zwei Teams gebraucht, ja, und wir haben jetzt 40% noch, die wir runter reduzieren müssen. Komm. Yeah. Okay, Kacke, er kriegt die super rein. Aber er ist im Moment unsere beste Antwort auf die mächtigen Angriffe von Jiren, weil er halt wirklich keinen Damage frisst. Das ist so eine unterschätzte Karte auch. Keine Mille. Keine Mille auf dem Radar. Oh fuck, das kann tatsächlich da. Es kann tatsächlich so laufen, dass wir das Ding nicht schaffen. Das kann tatsächlich recht unschön werden. Schauen wir mal, was seine Defense sagt jetzt. Er kriegt jetzt zwei Hits rein, ne? Oh, 50.000, Bruder. Fuck, das war's. Das war es. Es war ein wunderbarer Run. Und er ist jetzt vorbei. Bye, bye. Denn wir haben keine Intelligence Bodies mehr. Tja, dann versuchen wir es mal mit einem STR-Team. Ich werde jetzt alle Charakter raushauen müssen, was geht, ne? Das war's. Schon wieder. Jiren the Grey. You are a mighty, mighty motherfucker. Das nächste Team wartet bereits. Das ist so viel Schaden einfach. Crits. Wir brauchen so viele Crits, Bruder. Das könnte es auch schon wieder gewesen sein. 220? 41, ja. Wobei. Wir wollen eigentlich gar keinen Schaden kassieren, richtig? Ah, mit solchen labbrigen Attacken wird das doch nichts. Oh! Es ist schon nicht aller... Oh, doch. 150, 200, was machst du? 150. Wir sind noch im Game. Fuck, wir sind noch im Game. Das Vater-Sohn-Gespann, es ist auf dem ersten Slotte. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Sohn mit dem Finishbuster wird es nicht beenden. Nein, er wird es nicht beenden und er wird es nicht überleben. Oh, er wird es nicht überleben. Ich habe noch nie mein gesamtes Team gebraucht, um diese Kack-Sache hier zu beenden. Agility und Tech. Das ist unsere Leaderin. Agility, Tech und Co. Agility, Tech und Co. Nichts ist mehr. Rien ne va plus. Nichts geht mehr. Also, Freunde, wir haben mal gelernt, dass diese kleine Maus eine tolle Fähigkeit hat, wenn sie gegen Universe Survival Saga Character kämpft oder gegen Pure Saints, denn die Frau dodgt dann alles weg. So gesehen hoffe ich auch, dass sie wirklich alles wegdodgt. Also, kriegen wir mit jedem seine Super Attack raus? Ja, bekommen wir. Definitiv. Bekommen wir ihn damit tot? Ich glaube tatsächlich, dass wir ihn damit auch tot kriegen werden. Und ich hoffe im Zweifelsfall, dass da hinten ein Counter-Hit kommt. Es geht nichts mehr. Es geht nichts mehr. Oh mein fucking Gott. Jiren the Grey, es war mir eine Freude. Du hast uns komplett dominiert. Aber wirklich, du hast uns komplett gefistet. Das war's. Du wirst in die Ruhmeshalle, ja, eingehen. Du wirst der heftigste Kämpfer sein, gegen den ich jemals gekämpft habe. Und obwohl dieser Run komplett scheiße war, werde ich ihn trotzdem hochladen, einfach um zu zeigen, dass man auch mit den beschissensten Ausgangssituationen dieses Ding schaffen kann. Ich habe wirklich jeden fucking Charakter gebraucht, um Jiren the Arschtritt in your face zu besiegen. Das ist eigentlich eine Sache, die kannst du keinem zeigen. Ich werde mir aber trotzdem wunderbare Screenshots davon machen, um für mich einfach in Erinnerung zu behalten, dass ich hier ungefähr den schlechtesten Run ever hingelegt habe. Schaut euch das einfach mal an. Es ist einfach traurig. Das hat alles gekostet, was wir hatten. Wir hatten aber perfekt noch alle Leute im Cast, die wir mit dem Leader-Skill versorgen konnten. Es ist vorbei. Ich werde aber tatsächlich die erste
Runde bis zu ihm alles rauscutten, weil eigentlich ist nur der Kampf gegen Jiren insgesamt bei diesem Event interessant. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden das nächste Mal auch im Livestream wieder den Ultimate Clash wagen, um nochmal gegen Jiren antreten zu dürfen. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst der Sache gerne ein Like, abonniert den Kanal, falls ihr neu dabei seid. Und dann sehen wir uns zur nächsten Runde wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer sehr viel Spaß beim Spielen. Haut rein, Freunde, bis dahin. Peace.